So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K15, meine Welt. Gut gerettet, Franz, gut gerettet, Universe spielen wir. Wir sind immer noch bei NXT. Beim letzten Mal haben wir ein schönes One-on-One-Match gesehen zwischen Simon Gotch und Kalisto, was letztendlich Simon Gotch gewinnen konnte. Ihr erinnert euch, die Kalistos, wollte ich sagen, die Lucha Dragons, sind die aktuellen NXT Tag Team Champions und die werden bestimmt kollidieren bei Extreme Rules, was immer dich da ranrückt. Simon Gotch und Aiden English scheinen nach einem Angriff auf die Champions Kalisto. Sicara auf einen Nicht-Titelkampf auf dem besten Weg zu seinen Titel zurückzugewinnen. Und ich habe euch beim letzten Mal angekündigt, dass es ein etwas Neues geben wird oder so ein bisschen was Neues. Denn, ja, ich fand das ja nicht ganz so toll mit dem Online-Matches so in den Universe-Mode reinkacken, wollte ich sagen, reinkatten. Und jetzt habe ich Folgendes realisiert. Und zwar hatten die Leute, die jetzt im Chat das Ganze mitverfolgen, hatten die Möglichkeit zu voten, ob ich einen bestimmten Wrestler spielen soll für eine bestimmte Zeit und den einfach verfolgen soll, sozusagen, dass ich jedes Match mit ihm wirklich selber spiele und den immer spiele, okay? Bloß für eine bestimmte Zeit. Den Zeitraum werde ich mir noch angucken, je nachdem, oder werde ich noch bestimmen, je nachdem, wie ihr euch gleich unter der Episode entscheidet. Und zwar habe ich jetzt immer für meine eigenen Matches die Reversal-Rate von der CPU auf extrem gestellt bei jedem Match und bei mir die Zeitfenster zum Content auf minimal, sodass es wirklich auf legendär ist, sodass ich wirklich irgendwie herausgefordert bin. So, und ihr könnt jetzt entscheiden, ob ich das so beibehalten soll, ob ich wirklich immer mir einen aussuchen soll und den dann immer spielen soll und nicht bestimmte Matches im Online-Modus, dann schreibt bitte, also wenn ihr euch das gefällt, schreibt Hashtag gut in die Kommentare, wenn euch das nicht gefällt, Hashtag scheiße. und ihr wisst ja, ich höre auf euch, wenn die Mehrheit dafür scheiße stimmt, dann lasse ich das auch weg, so wie das auch mit dem Online-Matches war. Wie gesagt, ich habe das so schwer gestellt wie möglich, warte einfach mal ab, wie schwer ich mich tue jetzt beim folgenden Match ja, dann machen wir halt immer ein Match und dann gucken wir uns immer irgendwelche Matches an, simulieren die und ab und zu, wenn Sami Zayn im Einsatz ist, dann spielen wir die Matches einfach immer, okay? Freunde, das hört sich ganz gut an, deswegen dieses Extreme Rules Match zwischen Baron Corbin und Bo Dempsey werden wir simulieren lassen und das gewinnt Bo Dempsey. Ich weiß gar nicht, wie die vorherigen Matches verlaufen sind, aber auf jeden Fall steht erneut das Match Sami Zayn gegen Kevin Owens an. Um keine Championship, Schwung lassen wir auf, normal, Einzug aus und ich würde einfach mal sagen, los geht's. Ich soll mit Sami Zayn spielen, das hat die Community hier im Hitbox-Chat entschieden und wenn ihr euch dafür entscheidet, dann bekommt ihr eventuell immer das Voting auch schon vorher mitgeteilt auf Facebook, auf YouTube, wie auch immer. Und dann könnt ihr immer schon voten und dann haben mehr Leute die Möglichkeit abzustimmen und dann haben wir einen besseren Anhaltspunkt, was die Leute wirklich wollen und mit welchem Wrestler ich spielen soll. Ein Extreme Rules Match ist das Ganze. Also nicht wundern, ich werde das Ganze jetzt nicht so neutral kommentieren, sondern ich werde versuchen, mich in die Rolle von, na gut, nicht so wirklich reinzusetzen, aber ich werde versuchen, so ein bisschen aus der Rolle von Sami Zayn zu sprechen. Ich möchte gerne beitreten. Ich spiele Sami Zayn und ich möchte das Match starten. Wir gucken nochmal, Einstellungen, legendär, die anderen Einstellungen kann ich euch eben nicht zeigen, aber ich bin extra nochmal im Stream durchgegangen, dass alles geklappt hat. So, wie gesagt, Reversal-Rate von der CPU auf extrem, der Content jetzt so viel er nur kann und ich habe Content bei mir auch so schwer wie möglich gestellt, aber Ausdauerkosten habe ich jetzt mal so beibelassen, könnte natürlich auch noch runterdrehen, dass ich irgendwie jederzeit oder dass für jede Aktion irgendwie dreifache an Ausdauer verbrauche. Bin noch nicht ganz sicher, wie das klappen wird. Also als Challenge hatte ich das ja schon mal, dass der Gegner richtig krass gerankt ist in Sachen, dass er richtig stark reverselt. Hatte ich ja als Challenge, ich glaube Ausgabe 2. Reversals, Konter in Dauerschleife oder so ist die Folge, glaube ich. Also Staffel 1, Folge 2. Bei Challenges einfach mal vorbeischauen. Aber dort habe ich auch ein bisschen getrickst, bin ein paar Mal rausgegangen, wurde auch ein paar Mal gecontent und das wurde doch schon einigermaßen spannend und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das hier auch interessant werden könnte. Bloß werde ich dann bei den CPU-Matches immer wieder die normalen Einstellungen beibehalten, weil die Reversal-Rate bei CPU doch nach Zeit langweilig werden könnte. So, der Dropkick ging immer schön daneben, und, schöne Frankensteiner, Headless Takedown, wie auch immer, gehen wir aufs zweite Seil. Wie gesagt, wenn euch das nicht gefällt, eine Aufnahmesession geht maximal 7 Ausgaben und dann bei der nächsten Aufnahmesession weiß ich dann, ob ihr das mögt oder nicht. Und die der Cross-Armbreaker meine ich, den müssen wir natürlich erstmal hier verhindern. Das kann nicht sein, dass er den irgendwie durchbekommt. Das wollen wir nicht, ne? Aufnahmezeitpunkt ist der 23.01.2015, ein Freitag. Wenn ihr bei den Livestreams dabei sein wollt, wo ich das Ganze mal aufnehme mit der Community, aktuell schauen mir
noch 56 Leute zu, ich diesen Universe-Modus bestreite, dann halt einfach die Augen offen. Ich kündige das auf jeden Fall in meiner Franz zockt Facebook-Gruppe an. Eventuell auf meiner Facebook-Seite, Franz zockt heißt die Seite, also franzzockt.com. Nein, andersrum. Facebook.com/franzzockt und ganz vielleicht auch auf YouTube. Also auf jeden Fall immer in der Gruppe. Dort seid ihr am besten informiert. Also die ganzen Hardcore-Fans dort rein, dann bekommt ihr auch mal eine Notification. Oder ihr schaut mal in der Videobeschreibung, dort gibt es einen Link ganz unten, da steht keine Videos mehr verpassen. Ja. Und dann zeige ich euch, wie ihr bei Facebook immer eine Benachrichtigung bekommt, sobald ich einen Post raushaue. Dann bekommt ihr immer eine Info, wenn ein Video rauskommt. So, wir können ein bisschen extremer das Ganze angelassen. Dank Kevin Owens für diese wunderschöne Leiter. Ich weiß, wir haben. Hatte ich eine Hand da, um nicht aufzustoßen. Zu doll. Ich hatte mit Kevin Owens, glaube ich, eines der Matches gespielt. Ganz am Anfang. Ey, der räumt hier richtig ab! Guckt das mal an. Guckt euch das mal an. Drei Shots mit der Leiter und er hat einen Signature-Move. Mal sehen, ob ich den Contact bekomme. Nee. Pappe in den Neckbreaker. Oh Gott. Oh Gott, aber nicht covern. Ich bin cover nicht gut. Glück gehabt. So, er hat jetzt einen Finisher. Den kann er jederzeit natürlich zeigen. Jetzt muss ich natürlich darauf achten, dass er den nicht durchbekommt. Seht ihr, das alles ist nicht so einfach. Ich habe noch nicht mal mein Signature-Move. Ich möchte dann auch nicht allzu sehr mir das Ganze taunten. Ah, Gott. So, ihr merkt, ich gewinne hier nicht automatisch. Und wenn ich dich jedes Mal irgendwie ausraste, wenn ich gecontert werde, weil das doch schon einigermaßen häufig passiert, würde ich sagen, dass es doch ganz gut geht. So. So, hopp, hopp, hopp. Dann machen wir mal so. Einfach mal auf den Kopf rauf. Wie gesagt, ein bisschen Let's Play-Charakter muss das Ganze ja haben, weil wenn man den ganzen Universe-Modus nur kommentiert, ist es ja nicht wirklich ein Let's Play. Oder seht ihr das anders? So, was haben wir nochmal? Signature-Moves, Rollings, Blue Thunderbomb, alles klar, das war's. Alles klar. Ich mal bitte hier noch Taken. Wie sieht's denn aus bei seinem Schaden? So, ach, guck mal, wie wenig angeschlagen ist! Wir haben noch gar nichts erreicht hier im Match. Ne, der will ja nach dem ersten Pinfall auf jeden Fall herauskommen. Nice! Key Crusher, wenn man so möchte, ne? So, dann darfst du mal hochkommen. Ich habe auch keine Stamina mehr. Aber wir sind beide ziemlich angeschlagen in Sachen Stamina. Sollen wir hinkriegen. Stehst richtig. Oh, zart der Flip Powerbomb! Oh mein Gott! So, pass auf. Wir haben hier Luva Kick. Können wir die Leiter dahin packen? Ihn denn dahin whippen? Und dann hier Luva Kick zeigen? Ich bezweifle irgendwie, dass das geht. Aber ein Versuch ist es wert. Das wäre auf jeden Fall lustig, oder? Das Spiel backt wieder krass rum. Und wir werden gekontert, das ist kein Problem. Und. Nee. Nee, gekontert. Oh oh. Buckelbomb! Oder? Ja, Buckelbomb. Na, ja, zum Glück nicht direkt wieder im Stehen gelandet. Jetzt hätte er gerne einen Package Pile Driver oder eine Powerbomb gezeigt, was er immer als Finisher hat. Bin nicht ganz sicher. Ich bin mir immer nicht ganz sicher bei den ganzen. Kurs. Da muss man ja manchmal eine Alternative suchen. So, jetzt lass mich erstmal in Ruhe. Komm mal in meine Richtung. Owens? So, probieren wir mal so. Mal gucken! Ja, geht nicht, schade. Können wir eine Grapple Act. Oh, 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 oh! Referee getroffen. Aber ist kein Problem, ist ja Extreme Rules Match. Hey! Hey! Oh! Was? Einfach mal ringeremmet. Ist das ein Wort? Fuck, der will jetzt den Package Pile Driver zeigen. Oder so. Mal gucken, ob ich es gekontert bekomme. Nein! Fuck! Mist! Mist! Viel zu spät gekontert. Mist! Das ist die Niederlage! Das ist die Niederlage! Nee, ey, stehst du mal auf? Kann ich Comeback machen? Der will auch nicht covern oder was? Der hat jetzt ein Comeback jetzt? Ist das so ein Bug, dass wenn der Gegner ein Comeback hat und er einen Finisher gezeigt hat, dass er dann nicht covert? Was geht denn? Ach, jetzt covert er. Roadbreak, ne? Bei zwei! Bei zwei! Rausgekommen! So, weg dich! Nee, oh Mist. Aber nicht direkt danach covern! Der geht auf das Cover. Roadbreak. Oh, gut. Nach dem One-Count. Ah, wird schon schwerer. Ich krieg da so ein leichtes Herzrasen direkt nach dem Cover, Mann, ne? Nee. Oh, ich krieg gar nichts mehr gecountert. Vielleicht ist das der Sinn davon, dass ich die Zeitfenster minimiert habe. Ich würde gerne raus. Nicht direkt schon wieder covern. Owens! Was soll denn das? Ist doch nicht dein Ernst. Er hat auch noch ein Comeback. So, pass auf. Ich zeige jetzt den Maneuver-Kick. It doesn't matter to me. Maneuver-Kick! So, it's cover. Open.
One, two, three. Was wird kam da jetzt nochmal von mir? Sami Zayn, ich weiß, ich habe jetzt schon wieder gewonnen, aber ihr seht, ich hätte ohne Probleme rausfliegen können. Da gab es unzählige Möglichkeiten. Hätte Owens, glaube ich, mal nach dem Package Piledriver direkt gepinnt. Das war irgendwie ein Bug von der CPU, würde ich mal sagen. Oder komisches Verhalten. Wäre das vielleicht sehr viel anders ausgegangen. So, also ich fand das ganz cool, wenn die Reverser, also wenn es wirklich auf euch ultra schwer eingestellt ist, wenn man so möchte. Ihr könnt eure Meinung in die Kommentare schreiben. Hashtag gut, Hashtag scheiße, soll ich es beibehalten? Soll ich einen Superstar weiterhin verfolgen und diesen spielen? Oder habt ihr andere Vorschläge? Gerne in die Kommentare. Freue mich auf euer Feedback. Wir gehen nochmal auf Beenden und gucken, was denn als nächstes anstehen würde. Als nächstes kommt dann SmackDown und da gucken wir uns dann ein Match bei SmackDown an. Und dann kommen wir sowieso wieder Raw-Ausgaben, wo Sami Zayn nicht dabei ist, wo ich dann wahrscheinlich nur kommentieren werde. So, das ist der Plan. Wir können mal gucken. Wir können mal gucken. Ich werde wahrscheinlich Leute hier im Hitbox-Chat voten lassen, was bei SmackDown oder welches Match bei SmackDown gezeigt werden soll. So, dann gehen wir einmal zurück. Gehen wir auf... Ne, kann ich einfach auf X drücken, ne? Ne, komm nicht weiter. Gut. Dann gehen wir mal auf SmackDown, weiter zur nächsten Show. Da haben wir ein paar schöne Matches. Damien Sandow oder Damien Mister gegen Tyson Kidd. Cameron gegen Natalya. Kellen gegen Bray Wyatt. Titus O'Neil gegen R-Truth. Und Roman Reigns gegen Swagger. Und ihr dürftet dann gleich im Stream aussuchen, nicht über YouTube. Ihr seid leider hinten dran, das tut mir leid. Man muss ja irgendwelche Leute bevorteilen. Bro Dempsey hat Baron Corbin vor dem Match eingegriffen. Das ist ja eine Dreistigkeit. Haben wir auch einen Textbeitrag zu dem Match von eben? Nö, keine Neuigkeit. Schade. Gut, wie gesagt, Hashtag gut, Hashtag scheiße. Wir sehen uns morgen 17 Uhr wieder. Bis dann, euer Franz auf Zock. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss!